So, weiter mit einer neuen Runde Blade & Soul. Wir sind aktuell Level 2 und ich bin super gespannt, wie es weitergeht. Ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen gehört. Nicht alle waren positiv, aber wir schauen auf, wie es wirklich läuft und lassen uns das mal nicht beeinflussen. So, wir waren, glaube ich, hier, müssen wir was machen. Genau, müssen wir mit dem Typen erstmal Das habt ihr sprechen. heute gut gemacht, Grashüpfer. Wir trainieren weiter, aber ihr seid ein guter Schüler. Eure nächste Prüfung wird schwerer. Alle Hongmun-Schüler müssen die Höhle der Prüfungen absolvieren. Ein wahres Hongmun-Mitglied schafft es, diese Angst zu bewältigen. Ich bringe euch zur Höhle, aber ihr Okay. müsst sie allein betreten. Yay, Level up. Okay, nice. Ihr habt Stufe 3 erreicht. Maximale LP erhöhen sich um 19. Wo ist Typ drin? Was wir fliegen? So was ganz. Okay. Gut, okay, dann fragen wir den Typen mal. Und schauen, was ja diese Höhle der Prüfungen dann tatsächlich bedeutet. Und mal schauen. Alter, ist der Typ schnell. Okay, ich glaube, fliegen ist hier echt ziemlich schlechte Idee. Also fliegen ist, glaube ich, langsamer. Aber okay, gut zu wissen. So, jetzt nochmal hier. Betrete die Höhle der Prüfungen und besiege die Trainingspoppen. Okay. Ich habe schon vergessen, wie man hier kämpft. Hier ist Feuer, okay. Wow. Wie können wir da mal kämpfen? So irgendwie. Ah, okay. Okay. Und das war's? Oh. Oh, was? Oh, lol. Okay. Okay. kriege ich das der Reichweite des Feindes benutzt 1, um sie herzustellen? Trinkt einen Heiltrank und stellt eure LP wieder. Ach so, LP sind Lebenspunkte, okay. Okay, wir haben es zumindest mal verkackt. Das ist schon mal ganz okay. Geschafft, Grashüpfer. Ihr seht fast wie ein Krieger aus. Meister Hong glaubt wohl an euch. Geht in euch und kommt zurück, wenn ihr bereit seid. Schon wieder Level Up. Das geht ja schnell. Level 4 mal erreicht, gut. Dann hoffen wir, das Ganze hier ein bisschen besser läuft. In Zukunft zumindest. Und genau, mal schauen. Okay. So, kehrt zur Schule zurück. Gut, machen wir das Ganze. Das ist, glaube ich, da hinten irgendwo. Müssen wir irgendwie kämpfen oder so? Wir können nicht mehr kämpfen, okay. Also, jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Oh, irgendwas ist passiert. Ah, okay. Das ist nicht gut. Sorgt euch lieber um euch selbst, Schätzchen. Ihr seid tot. Los! Flieht! Was?
das Schwert, Hong. Jin So-yeon, ihr seid am Leben? Ja, wie schade. Welche Wahl hatte ich? Jura, Gubon. Oha. Jetzt geht's aber richtig los. Geht es wasch wieder? Nicht so viele Zwischensequenzen. Come on. Okay, ich glaube, es ist mir gleich allein. Wie können vier Leute das ganze Dorf besiegen? Oder drei? Lu Song, ihr... ich... Ihr enttäuscht mich, Meister. War das schon alles? Anscheinend war selbst meine tägliche kleine Dosis Gift zu viel für euch. Gift? In meinem Trunk? Wieso? Tja, wieso nur? Ich hätte den Folianten der Kampfkünste einfach stehlen sollen. Allem Anschein nach hätte mich sowieso kaum jemand aufgehalten. Wirklich, Meister? Das waren die legendären Hongmun-Künste? Geht beiseite. Hm? Dämmer schneiden. Irgendwas passiert hier. Oha. Hat er doch ein bisschen mehr drauf, als ich mir dachte? Jetzt geht's los. Was für eine Macht. Und sowas hast du mir erstmal alle tot sind? Dachte ich's doch. Ihr seid stark wie eh und je, Hong So-kyung. Doch ich bin nun unendlich stärker. Und euer Clan endet hier. Oder ihr rettet ihn. Das liegt bei euch. Und hier beginnt schon unsere Geschichte. Lass meinen Schüler gehen. Lebt, Grashüpfer.
lebt. Krass mit der Musik und so. Ich halte meine Versprechen. Sie hält ihre Versprechen? Okay. Schaut momentan nicht so ganz aus, aber okay. Fast der Film schon. Soll ich runter und ihn erledigen? Nicht nötig. Keiner überlebt die Schwarzrose. Wie können eigentlich das die anderen Typen da überleben? Ich meine, die haben ja echt eine minimal harte Schelle kassiert. Eigenartig. Okay, irgendwie hat irgendwas rettet uns schon mal gerade. Wacht auf. Bitte. Ihr seid unsere einzige Hoffnung. Haltet sie auf. Haltet Jin Soyun auf. Ja, aber wie? Ich meine, er hat unser komplettes Dorf abgeschlachtet. Ich kann mir vorstellen, dass das Ganze. Naja. Jin Kim. Das ist der ausführende Produzent, okay. So, jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es weitergeht. Ach, und jetzt starten wir tatsächlich erst in den Multiplayer, oder wie? Scheinbar. Okay. Oh, ihr seid wach? Ich habe jetzt komplett vergessen, dass wir überhaupt ein Multiplayer-Spiel spielen. Ich war jetzt komplett im Singleplayer und dachte mir so, ja, jetzt geht halt dann die Story weiter und so, aber es ist ein Multiplayer. Okay. Seid ihr in Ordnung? Was ihr durchgemacht haben müsst? Auf dem Wasser. Ihr kennt Ochu nicht? Er ist von der Hongmun-Schule, wie ihr. Er ist das himmlische Heiligtum vor langer Zeit. Aber hier ist er eine Legende. Er ist Hauptmann der Bambuswache und kämpft gegen die Schwarze Ramme. Die Schwarze Ramme ist bereits am Strand. Ich kann kämpfen. Hab Dank. Aber seid vorsichtig. Ob Kosol Jun okay. Was zu tun ist, er ist draußen. Na dann. Okay, hier müssen wir schon mal hin. Ein neuer Rekrut, was? Gut, aber ich habe keine Zeit für Albernheiten. Schafft diese Munitionskisten zu Gung Won, bevor wir alle tot sind. Okay, das heißt. Wartet ihr auf eine schriftliche Einladung? Geht! Wir müssen das Bambusdorf. Okay, jetzt müssen wir. Zum wo ist der grüne Bereich? Bambusküste? Ach, hier, in den grünen Bereich, okay. Ihr seid der Hongmun-Schüler? Wie der Hauptmann? Für einen, der fast gestorben ist, wirkt ihr recht kräftig. Seid ihr nur halb so gut wie der Hauptmann, wärt ihr eine große Hilfe. Ihr könnt ihn nicht verfehlen. Er ist die Ein-Mann-Armee am Strand. Die Ein-Mann-Armee. Ach, da geht's schon wieder direkt weiter mit den Kämpfen, oder wie? Also mit den Angriffen, oder wie? Ja, im Hintergrund sind nur Schiffe.
So Art Wikinger-Schiffe. Ach so, und die chillen da alle und dieser Typ schlachtet einfach eine Zeit alle ab. Okay. Ihr möchtet ihm helfen? Eure Einstellung gefällt mir. Geht zur Küste und macht euch nützlich. Gut. Naja, ich meine, wenn der hier in aller Ruhe alle abschlachtet, warum braucht er uns eigentlich? Rettet die bewusstlose Wache. Hä? Respawn die hier? Die Dinger res... Was denn? Da hinten oder wo, was? What? Erst mal irgendwie drauf klarkommen. Okay, also es kommt irgend so ein richtig beschissener Ton. Und wohin jetzt damit? Blaue Kreise auf der Minikarte repräsentieren Bereich von Summer Transport Quest. Rettet eine bewusstlose Wache und bringt sie zum Quark-Jung. Wo ist Quark? Ach, da hinten. Da ist Quark-Jung, okay. Er ist bewusstlos. Wartet. Ihr seid der, den Dojun gerettet hat. Dojun nannte es mal. Okay. Holt euch aus und sprecht dann. Geht gut ausholen, okay, los. Gut. Ich meine, Quest ist nicht so sehr interessant. Also es ist nicht kämpfen. Jetzt sollen wir uns mit dem treffen und im Haus der Heilung. Also gibt das für mich nicht wirklich gerade Sinn, aber ich gehe mal davon aus, das hat irgendeinen Grund. Okay, jetzt. Dochung ist unterwegs. Hier ist Dochung. Gut, dass ihr eure Stärke wiedererlangt habt. Ihr wart lange bewusstlos und ich fürchtete bereits das Schlimmste. Aber Schüler der Hongmun-Schule sind zäh, wie ich. Ich war einst Meister Hongs Schüler. Mein Name ist Dojun. Ich bin der Anführer der Bambuswache hier. Vor einigen Nächten sah ich einen Feuersturm über dem himmlischen Heiligtum. Ich fuhr hin, um zu helfen. Doch ich kam zu spät. Ich sah die Verwüstung. Leichen im Meer treiben. Was ist in der Hongmun-Schule passiert? Jin Soo-yun? Meister Hong hat sie ein- oder zweimal erwähnt. Was hat sie zu dieser abscheulichen Tat getrieben? Wie konnte sie in die Schule eindringen? Himmel, Lu Sung? Ich bin ihm nur einmal begegnet. Er hatte etwas Unheimliches an sich. Sag mir, konnte Meister Hong dem Massaker entkommen? Ach, das zu hören betrübt mich sehr. Doch meine erste Sorge gilt der Sicherheit des Dorfes. Tja, das gibt's nicht mehr. Die Marodeure der Schwarzen Ramme, die das Bambusdorf angriffen, müssen gestoppt werden. Vielleicht kann ich etwas über Jin Soo-yun in Erfahrung bringen. Könnt ihr so lange... Wie soll das Dorf verteidigen? Also, ja, gar kein Problem. Easy. Schließ mal mir ab. Dann sind wir Level... Was für ein Level sind wir aktuell? Ich weiß es nicht. Steht das irgendwo? Stufe 6 haben wir erreicht. Okay. Auf alle Fälle will mehr HP, mehr Verteidigung, mehr Ausweichen und so weiter. Wir sind schon wieder fast Level ab im Prinzip. Ich weiß es nicht genau, was uns das Ganze wirklich bringt. Ob es irgendwelche Punkte gibt, die man skillen kann. Oh. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht wissen. Alter Schwede, wie viele Skills gibt es denn hier? Gut, okay. Okay. Das schauen wir uns mal in Ruhe an. Ich würde sagen, ich beende erstmal die Folge. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Play and Soul Let's Play.